freuen Sie sich auf Hiltrud und Karl-Heinz. Also, weißt du, ich hab auf so Schnitzeljagd praktisch keine Lust, den Coach. Ne? Stell dich doch nicht so an. Gott, die ganze Zeit darfst du mich hier das. Ja, wir gehen da vorher. Guck doch mal. Mal sitzen. Da sieht man mich besser. Tag. Geh doch auch mal. Ja, jetzt mach doch nicht so einen Zirkus. Gott, noch mal. Ist dir sicher, dass wir hier richtig sind, Hildroth? Ach, Karl-Heinz, ja. Bleib einfach hinter mir. Du bist immer richtig. Und du verläufst dich nicht. Ja. Ich freue mich, wenn wir mal rauskommen. Ja. Und dann landet man ausgerechnet hier. Ja, die Eversberger, ja, das sind unsere Nachbarn, gell? Die haben uns heute nämlich hier die Karte geschenkt. Die können es selber nicht. Ne? Ja, ja, bitte. Da möchte ich mal wissen, was die Aalschrapnel Gehisch uns hat, dass er ausgerechnet uns die Karte geschenkt hat. Wie oft noch? Die hat keine Zeit. So, die hat keine Zeit, aber mir soll schon Zeit haben, oder was? Karl-Heinz, bitte, die hat wirklich keine Zeit. Jetzt sei doch nicht so. Die muss bei ihrem Mann bleiben. Der hat so schlimm die Diarrhoe. So. Ja, das geschieht ihm alle Argeber recht. Das gönne ich dem. Na bitte. Was hat er? Durchfall. Bitte, bitte. Das kommt nur davon, weil die mit ihm hin und nicht daheim bleiben können. Ne? Ja. Ja. Doch nicht so. Neulich hat es ja Geburtstag, die Eversberger. Jetzt hämmer bloß auf. Das kann ich gerade leiden, so ein Doppelgeburtstag. So viel kannst du gar nicht essen, wie du da schenken musst. Ja. Hier. Sei doch nicht wieder. Nee, ist doch wahr. Das ist doch nicht so sein. Sie können wirklich froh sein, dass sie nicht eingeladen waren. Ja, es waren nur blöde Leute da. Also die Eversberger und meine Frau. Ja. Also erlaube mal, ja. Ja, mit wem willst du da retten? Und da hab ich mir gedacht, na Gott, Karl-Heinz, vielleicht hast du ein bisschen Glück. Ne? Das gibt für sie was Schönes zu essen. Ach Gott. Aber hier die Eversberger, sie sind so geizig. Es gab nichts zu essen, es gab nichts zu trinken. Das Einzige, was uns angeboten habe, war, dass du. Bitte, bitte, ja. Jetzt kann ich Henny sagen, kann Angst sagen, das macht mich nicht satt, das macht mich nicht satt. So, wo muss ich nicht hingehen, das hab ich nicht nötig. Heinz, bitte, jetzt riech dich doch nicht wieder so furchtbar auf. Ich riech mich nicht auf, ich bin die Ruhe selber, Herrgott, noch mal. Ja, ich denke. Wegen dem werde ich mich aufregen. Wegen dem, hier, der Eversberger. Hier, wegen dem rege ich mich. Hier, das ist so nass geschwitzt, der Eversberger. Hör doch auf. Hier, das ist so ein Handtaschenträger, sag ich Ihnen. Ja, ja, das stimmt. Ich dachte, der steht so unter der Tarantella von seiner Frau. Ja, unangenehm, sehr unangenehm. Ja, und dann scharwenzelt er immer so um sie rum. Ne? Ja. Bitte, mein Schatz, gerne, mein Schatz. Das kann ich tun, das nicht, mein Schatz. Ne? Kannst du nicht ertragen. Aber jetzt ist er krank. Ja, jedem recht. Ne? Der muss auch noch einiges wettmachen, auch noch bei seiner Frau. Ne? Der, was will der bei seiner Frau wettmachen? Hör doch auf. Also kannst jetzt du nicht wieder so, als hättest du das nicht wissen. Er hat sie doch betrogen. Der Ernst? Ja, mit so einem blutjungen Ding, kaum 20 Jahre alt. Kerle, was ein Hecht. Der Eversberger. Karl-Heinz. Guck das doch mal an. Karl-Heinz, bitte. Also bitte, Karl-Heinz, was soll das? Was? Karl-Heinz, bitte, was soll das? Das ist doch völliger Unsinn. Jeder redet doch davon ab. Guck mal, sein eigener Doktor sagt, hören Sie auf, Herr Eversberger, das hat doch keinen Zweck. Die sind ja dreimal so alt wie das Mädchen. Ja? Außerdem ist das ja auch gefährlich. Ja? Kann ja jedes Mal das letzte Mal sein. Ja. Ja. Na ja, wann sie stirbt, stirbt sie. Ja. Bitte, bitte. Und außerdem, er ist ja wieder zurück zu seiner Frau, der Versager. Hör mir doch auf. Ja, ja, das muss ich gerade. Also, der muss ja jetzt, der muss ja zur Strafe so eine Ehetherapie, muss er machen. Also, dreimal, gell? Dreimal in der Woche muss er dahin.
Na, obwohl, ich darf mich gar nicht drüber lustig machen. Die Henny sagt, nee, das geht schon wirklich gut wirken, gell? Er geht schon viel besser putzen. Ja. Ja. Na. Aber an dem kannst du dir übrigens mal eine Scheibe abschneiden. Das will ich ja nur mal sagen. Ja. Guck mal, der Evesbe, der muss jetzt dreimal am Tag, sagt er jetzt zu seiner Frau, ich liebe dich. Ach, Karl-Heinz, komm, das kannst du jetzt auch mal sagen. Ich kann doch die E-Bestbarien gar nicht leiden, hast du mal. Das ist Karl-Heinz. Mir hier. E-Bestbarien, ich muss das wieder hören. Mir. Ja. Ja, komm, sag mal. Jetzt. Ja. Guck mal, jetzt kannst du doch mal so frisch, fromm, fröhlich, frei, sagst du jetzt mal. Ich liebe dich. Von denen ganzen Leuten. Ja, jetzt bitte, jetzt mach, stell dich nicht so an und sag's halt mal. Sie können jetzt vielleicht mal einen Augenblick umdrehen. Also bitte, was? Ja, Moment. Muss jetzt. Moment. Was soll ich noch einmal sagen? Mach's dir jetzt ja, mal. Da muss man sich halt ein bisschen kondensieren. Das geht mir so einfach. Also ich sag's jetzt. Los jetzt! Ja! Ich kann das einfach nicht, Hildrud. So was sagt man nicht zu seiner eigenen Frau. Was sagst du dann da für einen Quatsch? Natürlich sagt das ein Mann zu seiner Ehefrau. Na ja, natürlich, da gibt's ja, Gott, Millionen Beispiele. Ach, jetzt möchte ich wissen, da möchte ich eins hören, da möchte ich eins hören. Na also bitte, dann, was soll ich mal sagen zum Beispiel? Bitte? Der Eversberger. Ja, der muss, Hildrud, der muss, der will ja gar nicht. Fass mich nicht schon wieder an, es war es Ostern. Wir sind die Hildrud und ich, wir machen uns immer mal so einen romantischen Abend. Also nicht so arsch oft, nur wenn die Hildrud gute Laune hat. Ne? Also mal. Ach, das ist also mal ganz schön. Ne? Dann treffen wir uns bei uns in der Wohnstube. Hm. Ne? Hm. Ja. Ich mach dann mit dem Team das Licht ein bisschen duster. Ne? Ja, ne? Die Hildrud hat dann so ein bisschen was Besonderes ja, an. Ja, natürlich. Ja. Ich hab dann mein feinstes schwarzes Brodé an. Gell? Ja, ein bisschen aufreizend muss dann schon sein. Ne? Ja. Hier, den Bademantel haben wir 82 im Kaufhaus im Schneider gekauft. Mhm. Ja. Das war 9. Ja. Natürlich. Naja, und dann. Okay. Und dann. Dann machst du das Bier in 2 Sektgläser hinein, mhm. Gell? Ach ja, schön, ja. Möchte das. Und dann. Und dann. Ich sag's jetzt. Ja, jetzt. Komm, und dann gehe ich in die Küche und schneide Scheib Presskopf ab. Ja. Ach, ja. Und. Ach, ja, schön, herrlich. Ja. Schnappen wir. Ja, das ist doch herrlich. Das ist wirklich herrlich. Ja, das ist wirklich schön. Ja. Auch, weißt sei du, ich wollte noch was sagen. Und dann, ne, dann machen wir nämlich der HR4 an. Ja. Ne? Und da kommt also mal eine herrliche Schnulze. Ja. Wollen wir mal. Bist du in der Stimmung, Hildrud? Na ja, wir können es mal. Jetzt? Ja, wann sonst? Ja, Herr Kapellmeister, mach doch mal an. Achtung! You are what you are to me.
You are. You are my sweet caress. You shake my loneliness. You are my dream come true. That's what you are. And take my heart from you. Cause I'd be a fool to ever leave you, dear. And a fool I'd never be. You are my destiny. You'll share. Hildrud und Karl-Heinz! Euer Ausmaß!